Decksalonjachten, die gibt es schon seit geraumer Zeit. Das Konzept ist altbekannt und bewährt. Neues gab es schon länger nicht mehr in der Nische dieses Typus Yacht in der 12-Meter-Klasse, zumindest bis zur Boot 2020 in Düsseldorf. Warum also dieser Vergleichstest? Die Idee dazu ist uns gekommen, als Moody, die Marke Moody, im Januar auf der Messe Düsseldorf eine 41-Fuß-Decksalon-Yacht, eine neue, vorgestellt hat. Und wir haben uns gefragt, wo liegt denn die Konkurrenz? Also mit was lässt sich dieses spezielle Konzept vergleichen? Und wir haben dann so ein paar Marken genannt. Sirius bestimmt gehört dazu, klassische Decksalon-Yachten. Oder Nordship, auch klassische Decksalon-Yachten. Haben dann so ein bisschen überlegt und gesagt, warum machen wir denn mal nicht einen Vergleichstest und gucken mal, wie unterschiedlich die Werften mit demselben Thema umgehen. Und wir haben jetzt eigentlich diese drei Yachten zusammengenommen. Und es ist leider so, dass es nicht immer so kommt, wie man das gerne haben würde. Die Moody nämlich, die bleibt erstmal in Greifswald hängen, weil die einen kapitalen Motorschaden erlitten hat. Und die muss erstmal pausieren. Das ist irgendwie ein Teil, was offenbar nicht in Ordnung war. Es ist ein brandneues Schiff ab Werf, das gar nicht richtig geprüft werden konnte. Und deswegen müssen wir jetzt erstmal noch hoffentlich nur einen Tag warten, bis dann die Moody auch hier in Neustadt eintrifft. Also es ist nicht immer so einfach, wenn man so groß angelegte Vergleichstests produziert, dass es dann auch immer so stattfindet wie gewünscht. Nach einer langen Nachtfahrt ist die Moody dann tatsächlich am zweiten Tag in Neustadt an der Ostsee eingetroffen. Glücklicherweise hatte die Werft alle Hebel in Bewegung gesetzt, um noch am Test teilzunehmen. Wir hätten gern auch noch weitere Vertreter wie Vauquier, Regina oder CR Yachts dabei gehabt, doch Corona-bedingt sind es am Ende diese drei Yachten mit Decksalon geworden. Die Sirius 40 DS, die Nordship 380 DS und schließlich die Moody DS 41. In diesem ersten Teil des Vergleichs sehen wir uns das Layout an und was die Kandidatinnen an Wohnkomfort bieten. Denn eines ist sicher, sie gleichen sich vielleicht annähernd bei der Länge von rund 12 Metern und Überraschung, sie haben alle einen Decksalon. Doch das war's auch schon mit den Ähnlichkeiten. Der Blick aus dem Mast macht klar, jedes der drei Boote ist völlig anders konzipiert. Es sind die Unterschiede, die diese Geschichte so spannend machen und die vielen kleinen Details, die sich die Bootsbauer hier ausgedacht haben. Eines vorweg, ja, die Nordship ist 40 cm kürzer, passt aber dennoch sehr gut in diese Gruppe, wie ihr später sehen werdet. Wir starten mit der Sirius 40 DS aus Plön. Das Konzept Decksalon oder die Bezeichnung Decksalon beschreibt ja eigentlich auch die Tatsache, dass man auf diesen Booten auf erhöhter Ebene sitzen kann und vor allem durch diese breiten und sehr flächigen Fensterfront nach draußen sehen kann. Das ist das Wesentliche bei einer Decksalon-Yacht. Ob es von Nordship kommt, ob es von Sirius kommt oder von Moody kommt in unserem Vergleichsfall, es ist überall dasselbe. Das ist das Wesentliche am Konzept. Sirius hat das Konzept eigentlich von Anfang an begleitet bei all ihren Booten und hat da immer eigentlich so ausgelegt, dass die Sichtebene von allen Positionen im Boot dieselbe sind. Also wenn ich hier sitze am erhöhten Salon, dann habe ich dieselbe Aussicht wie derjenige, der unten in der Pantry steht. Auch der kann auch nach draußen sehen. Oder derjenige, der hier in der Navigation sitzt, der ist auch auf derselben Höhe. Letztlich ist es so, dass alle Leute, die sich im Salon aufhalten oder eben auch draußen im Cockpit, die sind alle mit den Köpfen auch mehr oder weniger auf derselben Höhe. Das gibt ihnen dieses Gefühl der Verbundenheit auch beim Segeln, dass man nicht hier irgendwie in den Keller reinkommt, sondern eben alle auf einer Ebene sich befindet. So, das ist das Thema Decksalon, war ja für uns jetzt auch in diesem Vergleich sehr spannend zu sehen. Denn sei es bei Moody oder sei es wie hier auf der Sirius oder auch bei Nordship nebenan, es ist ein gemeinsames Thema, aber drei komplett unterschiedliche Auslegungen.
Bei Moody ist zum Beispiel der Cockpitbereich und der Salonbereich, die ist auf einer Ebene, wie bei einem Motorboot oder bei einem Katamaran. Bei Sirius ist das so halb abgestuft. Hier geht es ein bisschen runter und nochmal erheblich runter ins Vorschiff und zur Achterkabine. Das ist schon erhöht und das hier, der Bereich zum Sitzen, ist nochmal erhöht. Anders wiederum bei der Nordship. Da geht man richtig runter, also man kommt vom Cockpit und steigt richtig runter, über 1 Meter, 1,20 Meter glaube ich, geht das in die Tiefe und danach nochmal erhöht in den Salonbereich. Also 3 komplett unterschiedliche Auslegungen, alle funktionieren gut, alle sind räsonabel, und aber spannend zu sehen, wie die Werften damit umgehen. Im Schnitt noch einmal der Vergleich, die rote Linie verdeutlicht die Niveaus. Vor allem bei der Nordship sind die Unterschiede auffällig. Auch bei der Sirius muss man einige Stufen überwinden. Die Moody kommt mit 2 Etagen aus. Weiter geht es mit dem Rundgang auf der Sirius. Die Sirius hat gefühlt zumindest innen mehr Volumen. Und das äußert sich natürlich auch, dass Sirius anders mit dem Raum umgeht. Und dass die Sirius jetzt in diesem Vergleich auch das einzige Boot ist, welches 3 Kabinen anbietet. Und zwar hier die schöne große Vorschiffkabine mit einem eigenen Badezimmer. Das allerdings etwas beengt ausfällt. Auf dieser Version gibt es 2 Nasszellen, das war der Wunsch des Eigners. Je nach individueller Vorgabe werden die aber auch größer gebaut. Die Plöner Werft versucht, die Wünsche der Kunden so gut es geht umzusetzen. Der Varianten sind kaum Grenzen gesetzt. Die Vorschiffskoje ist als Inselbett ausgelegt. Mit 1,73 Meter bietet sie eine komfortable Breite für 2 Schläfer. Als großes Highlight finde ich diese sogenannte Mittelkabine, wo man quasi unter dem erhöhten Salon zu liegen kommt. Das ist ein richtig großes Doppelbett und vor allem hier, wie im Panorama-Hotel, die freie Aussicht auf, in diesem Fall jetzt auf den Hafen, in der Ankerbucht, aufs freie Meer. Wunderbar, schönes Wohnen auch hier. Und Achtern gibt es eben nochmal eine Doppelkabine. Das können die anderen Vergleichsboote nicht bieten. Da bleibt es bei 2 Kabinen und jeweils 1 oder 2 Nasszellen. Ein Alleinstellungsmerkmal der 40 DS. Die Kammer im Heck ist etwas kleiner als die beiden anderen. Für den Blick in die Sterne gibt es ein Skylight. Es sind diese kleinen Ideen, die das Boot besonders machen. Genau wie der ausgeklügelte Tischmechanismus. Die Qualität der Holzverarbeitung und des gesamten Ausbaus ist vom Allerfeinsten. Dafür ist die Werft seit langem bekannt. Ja, und gleich nochmal eine Besonderheit oder eine Spezialität bei den Bauverfahren von Sirius. In der Plöner Werft werden die Rümpfe und die Decks, die werden angeliefert. Die werden nicht dort gebaut, sondern die kommen von einem externen Anlieferer. Werden dann direkt verheiratet, also Rumpf und Deck wird zusammengeklebt, da ist noch gar nichts drin. Das gesamte Interior wird dann im Boot selbst zugeschnitten, zugesägt, eingebaut und vor allem auch erst im Boot bei fertiger Montage erst dann lackiert, komplett durchlackiert. Das ist sehr ungewöhnlich, normalerweise bei anderen Bootbauen werden diese ganzen Möbelmodule, die werden extern gebaut und später einfach in den offenen Rumpf eingeklebt als fertige Baumodule. Das ist hier ein bisschen anders. Hier wird alles von Hand zugeschnitten, nochmals zugesägt, angepasst und erst später dann versiegelt und lackiert. Sehr speziell. Hier die Deckenpaneele, die werden auch nachträglich eingebaut. Da sieht man auch, dass Sirius hier nirgends irgendwelche Fugen mit Sikaflex oder mit irgendwelcher Dichtmasse zumacht, sondern es ist alles ganz passgenau eingeklebt und auch direkt, wo die Elemente direkt am Rumpf anliegen, ist alles nochmal komplett an den Rumpf anlaminiert. Also auch hier nochmal besonders robuste Vorgehensweise beim Bau. Was außerdem ein Pluspunkt der Sirius ist,
Jeder noch so kleine Raum wird genutzt. Damit ist die Plönerin unangefochtene Stauraumkönigin. Eine Stauliste allerdings ist hier unabdingbar, denn sonst weiß niemand mehr, wo was schlummert. Ja, Boote wie die Sirius sind ja gemacht für lange Passagen, für lange Turns. Und da braucht man natürlich auch entsprechend viel Stauräume. Dass hier ein eigentlicher Technikraum mit einem richtigen Werkbank, wo man sich was basteln kann, wo man reparieren kann, was man will. Da ist auch die ganze Technik oder weitgehend ein Teil der Technik wirklich sehr gut zugänglich. Platz genug für eine Waschmaschine, die ja auf langer Fahrt auch wichtig ist. Hier der ganze Bereich, das ist eine von vielen möglichen Ausbauvarianten. Den Technikraum gibt es auch kleiner, es gibt ihn auch größer in verschiedenen Ausbauvariationen. Hier stehen jetzt 3,5 Kubikmeter Inhalt zur Verfügung. Dahinter zu, das ist von hier aus nicht zugänglich, aber vom Cockpit aus ist nochmal eine riesige Wachskiste mit nochmal 1,5 Kubikmeter Inhalt, auch mit guten Abteilungen, wo man sich alles reinpacken kann. Also hier in Sachen Stauräume braucht man sich wirklich nicht zu verstecken. Einen Kritikpunkt aber gibt es. Der Volvo Penta ist nicht gut zugänglich. Vorbildlich dagegen die gesamte Installation der Technik. Was die Sirius wirklich gut hinbekommt, sind die freien Sichtachsen. Damit punktet sie genau in dem Bereich, den die Decksalonjachten so interessant machen. Segeln und Navigieren sowie zumindest teilweise Wohnen auf fast einer Ebene. Auf der zweiten Kandidatin, der Nordship 380 DS aus Dänemark, findet sich ein ganz anderes Konzept. Sie ist die einzige mit Mittelcockpit, was dem Raum unter Deck zugutekommt. Dafür muss man bei ihr aber tiefer in den Keller steigen. Das ist eine klare Trennung zwischen Cockpit und Salon. Ja, man kann das schon sehen, alleine hier beim Niedergehen in den Salon, den Unterschied zwischen Nordship, zwischen Sirius und später auch mit der Moody. Das geht hier richtig runter wie bei einem klassischen Boot und dann hier nochmal die Sitzfläche auch wieder erhöht. Das ist ein komplett anderes Konzept als bei Sirius und auch bei Moody, das haben wir bereits gesagt, das haben wir festgestellt. Ansonsten hier auch die Sichtebene hier aus den Fenstern. Das ist natürlich schon sehr, sehr angenehm, dieses Hafenkino, das alle Boote bieten, diese Rundumsicht. Das können andere Boote, klassische Boote, wo die dann richtig der Salon unten ist, auch nicht bieten, außer durch die Rumpffenster, die hier gar nicht mehr nötig sind. So, und wenn man hier jetzt reinkommt in die Nordship, dann guckt man sich um und sagt, ja, okay, typisches Decksalonboot. Und dann guckt man hier rein und sagt, was ist das denn? Und muss man sagen, okay, das ist nochmal ein Bereich. Die Dänen nennen das den Abendsalon. Das ist wie nochmal eine weitere Halbkabine, halboffene Kabine. Die Idee ist, dass man hier abends oder wann auch immer sich hier ein bisschen hinsetzen kann. Man ist zwar hier in einem relativ dunklen Bereich. Hier soll man gemütlich sitzen können, miteinander sprechen können, vielleicht einen Drink nehmen oder Fernseher gucken oder eben ein Buch lesen. Das kann man hier alles machen. Das muss man nicht so haben. Das wäre mehr oder weniger der Standard, wie es von der Werft kommt. Das könnte man auch im Prinzip als abgeschlossene Kabine haben. Dann wird hier eine Schottwand eingezogen, mit hier mit zwei Etagenkojen. Und das gäbe dann auch eine Möglichkeit für eine weitere dritte Kabine. Denn ähnlich wie bei Sirius versucht man auch bei Nordship sämtliche Kundenwünsche zu erfüllen. Die Auswahlmöglichkeiten sind fast unüberschaubar viele. Zudem kann man diesen ganzen Korpus hier, wo man vielleicht Getränke drin hat oder irgendwelche Snacks oder Bücher oder weiß ich nicht was, der lässt sich mit wenigen Handgriffen komplett wegbauen und dann hier kann man mit Einlegepolstern eine zusätzliche Koje schaffen, sich zusammenbauen. Das wäre dann so eine Art eine Skipperkoje oder eben eine Nachtkoje, wo man ganz schnell auch wieder draußen ist, einfach als zusätzliche Liegemöglichkeit. So, wenn man hier jetzt reinkommt, auf den ersten Blick wirkt das Interior von der Nordship
sehr klassisch. Man könnte auch sagen, fast ein bisschen konventionell von älterer Bauart oder älterer Bauweise. Das ist nicht so tatsächlich, weil Nordship hier die Philosophie vertritt, dass die gerade diese optischen Sachen, wie hier jetzt zum Beispiel diese Stauraumtürchen, wie die gebaut sind, das kann man wählen, das kann sich der Kunde so wünschen, wie er haben will. Diese Flexibilität bietet die Werft auch an. Man kann verschiedene Hölzer haben, man kann die ganzen Einbauten werden individuell auf Maß und nach Wunsch erstellt. Man kann das auch Plan haben, das ist moderner Werk. Man kann helle Hölzer haben, man kann dunkle Hölzer haben, man kann das lackiert haben, wie man das will. Nordship versucht auf alle Wünsche immer einzugehen. Hier in der Pantry, auffällig, hier fehlt erstmal noch die Abdeckung. Da kommt noch eine Abdeckung drauf, damit ist dann auch die Arbeitsfläche etwas größer. Die hat Thomas Huger tatsächlich vergessen mitzunehmen. Macht nichts, kann man sich vorstellen. Von der Größe der Pantry muss man sagen, die bei Sirius zum Beispiel ist wesentlich größer, bietet wesentlich mehr Stauräume als die hier. Es ist genügend Stauraum vorhanden, auch für Teller oder für Geschirr, für Pfannen oder so, aber eben nicht ganz so in dem Umfang, wie Sirius das bieten kann. Macht nichts, trotzdem ein sehr schöner und sehr funktionaler Arbeitsbereich hier als lange Zeile ausgebaut. Auch das kann man in verschiedenen Versionen haben. Man muss die Pantry nicht hier haben. Es geht auch, dass man die Pantry hier oben einbaut. Hat man bei Nordship schon gemacht oder sogar auf der anderen Seite. Das ist alles möglich. Hier sind der Varianten keine Grenzen gesetzt. Die Dreieckskoje im Vorschiff ist im Vergleich die größte und damit komfortabelste Schlafstatt im Bug. Doch das wahre Highlight ist die Eignerkammer im Heck, die dank des Mittelcockpits möglich wird. Knapp 2 Meter Länge und 1,84 Meter Breite sind fürstliche Maße für eine Koje auf einer Yacht, die mit 38 Fuß zur kleinsten Vertreterin im Test zählt. Doch die seit 2008 gebaute Dänen kann noch mehr. Die Werft Nordship bietet für die 380 eine Vielzahl von Möglichkeiten bezüglich des Innenausbaus. Hier kann man sich eigentlich alles wählen, was man so wünscht. Dieses Boot, unser Testboot, entspricht in weiten Teilen dem Standardboot. Hier gibt es eigentlich nur eine Variation auf eigener Wunsch. Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie flexibel die Werft reagieren kann. Nämlich hier eine zusätzliche Nasszelle für die Bewohner der Achterkabine. Das wurde einfach hier eingebaut zusätzlich. Anstelle der großen Bugskiste. Dafür fällt die Bugskiste dann dahinter zu, ein bisschen kleiner aus. Klein ist in dem Fall relativ. Das sind immer noch 2,3 Kubikmeter Platz und sie ist begehbar und da drin kann man sogar stehen. Wenn man möchte, kann man sich hier auch eine kleine Werkstatt einrichten. Insbesondere wenn hier dieser Nassbereich oder dieser Badbereich wegfällt, vergrößert sich dieser Stauraum nochmal um 1,4 Kubikmeter Stauraum. Dann stehen dann fast 4 Kubikmeter Stauraum zur Verfügung. Auch an anderen Stellen bietet die Nordship üppigen Stauraum. Allerdings ist der nicht immer gut zugänglich, wie zum Beispiel unterhalb der Sitzgruppe. Die Nasszelle im Vorschiff ist größer als bei der Konkurrenz. Toilette und Dusche sind getrennt. Auch die Dänen zeigen, was feinste Bootsbaukunst ist. Hier konnten wir trotz intensiver Suche an keiner Stelle etwas zum Meckern finden. Ja, hier kann man auch sehen, wie beim Nordship gearbeitet wird. Viele der Einbauten, das ist mehrheitlich massives Holz, das sind Mahagoni-Teile. Man kann das auch hier sehen, wo irgendwie solche Lüftungsschlitze einfach ausgesägt werden und da kann man dann auch an Sperrholz sehen. Das hier ist massives Holz, das da eingepasst wird, als schön verschliffen, wunderbar lackiert. Also wirklich die Qualität ist außergewöhnlich gut, außergewöhnlich hoch. Das kann man auch hier sehen, diese Griffmolden. Das ist richtig massiv, da kann man auch richtig rütteln dran. Da passiert nichts.
Also die Ausbau, diese Ausbauqualität ist wirklich überdurchschnittlich hoch. Eines der Qualitätsmerkmale von Nordship in Dänemark. Und damit kommen wir zur verspätet angereisten Moody DS 41, der neuesten Konstruktion der drei Yachten. Ja, da kann man schon den Vorteil dieses Konzepts erkennen. Geradeaus reingehen in einen Salon, der sich außerordentlich hell, sehr freundlich, sehr modern auch präsentiert. Wenn man das jetzt vergleicht mit den Booten von Nordship und auch Sirius, wo viel mehr Holz verbaut ist, sichtbares Holz, wo auch eben dieses heimelige Thema sehr viel stärker ausgeprägt ist als hier jetzt in der Moody. Will nicht heißen, dass das nicht wohnlich ist, es ist einfach nur viel moderner, viele weiße Flächen, Innenschalen hier, Verkleidungen, dann eben auch dunkle Flächen in Kombination mit hellen Hölzern und modernen Stoffen. Das wirkt alles sehr modern und eben auch sehr hell. Insbesondere, weil hier diese großen Fenster, man sieht das schon, das sind riesige Flächen, die kaum unterbrochen sind. Das sind nur diese tragenden Säulen, die hier die Aussicht noch ein bisschen trüben können. Ansonsten hier freie Aussicht, auch nach Achtern durch große Fensterflächen. Ebenso wie man das bei Katamaranen eben auch immer wieder erleben kann oder bei Motorbooten. Das soll ja so ein bisschen die Überleitung auch sein in dieses Konzept für Moody. Wir befinden uns jetzt im Vorschiff von der Moody 41 DS, ein Wohnraum für das eigene Ehepaar oder für das eigene Paar, wo das einen sehr geräumigen Eindruck macht, weil es wirklich größer ist als bei den vergleichbaren Booten, die wir jetzt im Test hatten, von Nordship und von Sirius. Keine der anderen beiden Yachten bietet im Vorschiff so viel Platz wie hier die Moody. Insbesondere auch, weil hier eine separate Nasszelle zur Verfügung stellt. Das ist also die ganze Einheit, ist ein großes Zimmer mit Bett, mit Schlafstätte, mit eigenem Bad und hier riesigen Stauräumen, Schränken, wo man wirklich alles verstauen kann. Hier drunter ist nicht viel, da sind die Tanks mit eingebaut. Es gibt da nochmal Stauräume, auch die kann man auch bestens nutzen. Also da hat man wirklich Platz genug. Allerdings ist das Inselbett mit 1,40 Meter das schmalste aller drei. Etwas komfortabler geht es in einer weiteren Kammer zu. Eine Mittelkabine, die ein Stück weit unter diesen Salonboden untergebaut ist. Hier in dem Fall sind es zwei getrennte Betten, wo man zu zweit ordentlich schlafen kann. Auch hier gibt es nochmal Stauräume. Und wenn man das wünscht, kann man hier auf der Seite ein zusätzliches Bad einbauen lassen für diese Gäste, die eben hier dann schlafen, kann man hier noch ein Bad haben. Das ist eine Option, ansonsten wird dieser Raum genutzt als Garderobenraum oder als Stauraum oder als Schrankraum oder man kann sich hier eine Waschmaschine einbauen lassen, was auch immer. Bei den anderen beiden Booten im Vergleich, Nordship und auch Sirius, geht ja die Wohnfläche eigentlich vom Bug fast bis zum Heck durch. Also ist das ganze Boot bewohnbar. Das ist bei der Moody ein bisschen anders, weil die Wohnfläche eigentlich hier zu Ende ist. Obwohl hier auf zwei Etagen, weil untergebaut ist die Mittelkabine, ist hier mit Wohnen Schluss. Das heißt, der ganze hintere Bereich ist nicht mehr, es sind keine Kabinen mehr vorgesehen. Dafür haben wir hier diese riesengroßen Stauräume da draußen, die man auf beiden Seiten riesige Stauvolumen zur Verfügung stellt, wo man wirklich alles, Segel, noch zusätzliche Segel oder was man auch immer mitführen mag für lange Reisen, wo man hier einbauen kann. Auch auf der anderen Seite, das sind dieselben Volumen, dieselbe Größe, hier sogar noch ein bisschen größer, weil hier die Tanks untergebaut sind. Weiteren wirklich riesigen Raum gibt es unter dem Salonboden. Hier wäre sogar Platz für eine Waschmaschine. Musik
eine Sache ist bei der Moody vorbildlich umgesetzt. Das Wohnen und Segeln findet hier tatsächlich auf einer Ebene statt. Das tiefliegende Cockpit macht's möglich. Lediglich zum Nächtigen geht es eine Etage tiefer. Angenehm? Zum Kochen muss niemand in den Keller. Die Pantry bietet eine Menge Platz bei fantastischem Rundumblick. Luftiger und heller geht's kaum. Wie bei Sirius gibt es auch bei der Moody einen Innenfahrstand, natürlich ebenfalls mit bestem Blick nach draußen. Lediglich in Sachen Ausbauqualität gibt es Anlass zu Kritik. Denn bei dieser Baunummer 2 passt noch nicht alles zusammen. An einigen Stellen stimmen die Spaltmaße nicht und die Bodenbretter knarzen unter Belastung. Das trübt den ansonsten hochwertigen Ausbaustandard etwas. So unterschiedlich die Testboote sind, so unterschiedlich ist auch der Preis. Segelfertig kostet die Nordship rund 462.000 Euro. Etwas darüber liegt die Moody mit 478.000 Euro. Und deutlich teurer ist die Sirius mit rund 590.000 Euro. Im zweiten Teil unseres Vergleichs fühlen wir den Yachten unter Segeln auf den Zahn und zeigen, wie die Cockpit-Layouts funktionieren. Außerdem sehen wir uns den Technikstandard genauer an und gehen noch einmal auf die Preisgestaltung ein. Übrigens, den DS-Vergleichstest Part 1 gibt es in der Yacht 18 2020 und demnächst als PDF zum Herunterladen.